wie ich zum Orchester gekommen bin. Ja, das ist lange her, 1984. Ich bin zum Glattkraftorchester gekommen im Jahr 2009. Ja, mit 17, also ist gerade erst gewesen. Ich bin ganz neu im Orchester. Und habe seitdem sehr viel Spaß und sehr viele schöne Konzerte erlebt. Und habe mich sehr gefreut, hier mit euch so viel schöne Zeit verbringen zu dürfen. Musikalisch intensive Zeit, das ist für mich eine ganz wertvolle Erfahrung, auch mal vor einem Orchester zu stehen, da ich ja sonst als Blechbläser immer eher hinten drin sitze. Es war im Jahr 2004, mein damaliger Musiklehrer hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal bei so einem Orchester Lust hätte mitzuspielen. Ich bin erst seit Januar diesen Jahres im Orchester und fand es halt zu langweilig, immer nur mit meinem Sohn Geige zu üben. Hab dessen Geigenlehrer gefragt, ob er vielleicht ein Orchester kennt. Er hat mir halt Klangkraft empfohlen. Ich habe auf der Homepage geguckt und Namen aus meiner musikalischen Vergangenheit gefunden und dachte, das passt. Ja, dann bin ich dabei geblieben. Ich bin in dieses Orchester gekommen, weil ich mit einem Teil dieses Haufens unterwegs war in einem anderen Orchester. Es war so witzig und so schön, dass meine beste Freundin sich in einen von denen verliebt hat. Und deswegen bin ich jetzt hier. Ich bin seit 2012 dabei und bin hier dabei, weil ich ganz viele Leute aus einem anderen Orchester kannte. Und die haben immer erzählt, wie toll das ist und wie viel Spaß es macht. Und dann habe ich mich entschieden, mitzumachen und hast bisher nicht bereut. Ich bin 1989 ins Orchester gekommen. Damals war mein Geigenlehrer der Immo. Ja, und dann bin ich ja hier geblieben und ja, und seitdem finde ich es hier total toll, super, ja, schön. Ich bin ins Orchester gekommen 2003. Das erste Projekt war My Fair Lady mit Benny. Ja, ich bin vor 11 Jahren ins Orchester gekommen und da kam Benny ganz plötzlich in Klarinettenunterricht und hat mich überredet zu kommen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich dann drauf eingegangen bin und zu euch gekommen bin. Also ich bin praktisch die Neueste im Orchester. Mir wurde der Platz so gesehen vererbt. Meine Mutter ist hier zwischendrin als Aussichtsposaune gewesen oder ist immer noch zwischendrin. Und da wurde ich halt Anfang dieses Jahres gefragt, ob ich nicht Lust hätte, als zweites Fagott mitzuspielen. Wann und wie? Ist bei mir im Grunde etwas unklar. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich bei der Farbe Afrikas mit dabei war. Ja, wie? Durch meine Schwester. Die hat sofort gesagt, als ich im Musikschulorchester war, ja, wenn du da mitspielen kannst, dann kannst du auch hier mitspielen. Und ja, das war vor 22 Jahren. Das war 1999, das Zirkusprojekt. Das heißt, 15 Jahre jetzt, ne? Auch Jubiläum. Das waren noch Zeiten. Tutti, zweite Geige. Oh. Ja, das war nach dem ECC, dem European Classic Contest 2005. Das habe ich mir angeguckt und danach bin ich sofort rein ins Orchester. Ja, das muss so Ende der 80er Jahre gewesen sein. Da ist ein Mitschüler von mir, der auch beim Herrn Gese Bassunterricht hatte, der hat mich gefragt, ob ich nicht ins Orchester kommen möchte. Und so bin ich dazugekommen. Das erste Konzert war Frühlingsstimmen. Das war ziemlich komisch. Denn das weiß ich noch wie heute. Das war sehr lustig. Da war ich nämlich erst zarte 11 Jahre alt, bin hier zur Probe gekommen. Damals noch Dirigent Dieter von Sachs. Und der hat nichts Besseres zu tun gehabt, als mir Noten in die Hand zu drücken und sagte, dann gehst du mal in den Keller, übst mal eine Viertelstunde, dann kommst du wieder hoch. So, mit 11. Ja, dann war ich im Keller und habe da ein bisschen nachgedacht, hab mir fast in die Hose gemacht, hab die Noten hier wieder hingelegt und bin abgedackelt. Und bin dann ein Jahr später erst mit 12 ins Orchester gekommen. So sieht's aus. Das war dann 79, ne? 35 Jahre schon. Ach du Scheiße. 1986, ja, über die Schule, witzigerweise, mit einer Schulfreundin. So mit 15, 16, glaube ich, oder so, noch unter Markus Lüttke. Ich bin zum Projekt Maschinenträume dazu gekommen und es war halt so, dass der damalige Dirigent Markus Lüttke kurz mit meiner Schwester liiert war und als er erfuhr, dass ich Geige spiele, hat er direkt gesagt, ich sollte dort anfangen und ja, Maschinenträume war das erste Projekt. Also, Yukari hat mich eingeladen, so, ja, einfach so, ja, und natürlich, ich habe gesucht, dass ich vor dem Horn spielen kann. Das war ungefähr letztes Jahr. Ich bin nach Duisburg gezogen und habe ein Orchester gesucht und habe Klangkraft im Internet entdeckt und bin dann einfach mal zur Probe vorbeigekommen. Und ich wünsche dem Orchester alles Gute. Die nächsten 40 Jahre ganz viel Spaß und weiter so viel musikalischen Enthusiasmus wie bisher.